Ja. Hi und herzlich willkommen zu unserem kleinen Video hier. Ich bin Emily und das ist Veronika. Hallo. Wir sind heute in Form dieser zwei kleinen Charaktere vertreten, um euch, sowohl euch als auch uns, den Anblick einer Facecam zu ersparen. Mhm. Ja, und jetzt wird Veronika euch erstmal erklären, worum es heute eigentlich geht. Ja, unser heutiges Thema ist Georgs Büchners Werk Leons und Lena. Als Schwerpunkt hierbei haben wir uns die von Büchner im Werk dargestellte Gesellschafts- und Herrschaftskritik vorgenommen. Zuerst werden wir euch ein wenig in das Werk und seine Epoche einführen und daraufhin über unsere gerade genannte Schwerpunkte sprechen. Ja, genau. Und damit kommen wir auch schon in die Einführung der Epoche. Das Lustspiel Leons und Lena stammt aus der Epoche des Vormärzes und diese erstreckte sich von circa 1815 bis 1848 und zeigte vor allem Kritik an der damaligen Politik. Außerdem steht sie für das Aufkommen des Liberalismus. Genau, also eine wirklich wichtige Epoche in sowohl literarischer als auch politischer Hinsicht. Jetzt zum Werk. Leons und Lena ist ein 1836 veröffentlichtes Lustspiel in Form einer Polizsatire, in welchem Prinz Leons aus dem Königreich Popo und Prinzessin Lena aus dem Königreich Pipi vor einer Zwangsheit miteinander fliehen, sich aber während ihrer Flucht kennenlernen und verlieben, ohne die Identität des anderen zu kennen. Ja, das klingt ja irgendwie schon ganz spannend, denke ich mal. Heißt Königreich Popo eigentlich Popo, weil es am Arsch der Welt ist, so? Irgendwie? Okay. Ja, der Humor war früher ein bisschen anders. Ja, somit kommen wir auch schon zu unserem Schwerpunkt, und zwar die Gesellschafts- und Herrschaftskritik in der Polizsatire. Hierbei haben wir vor allem die Charaktere Leons und König Peter uns angeschaut, da es bei diesen beiden Charakteren am besten zu erkennen ist. Genau, als Sohn des Königreichs hat Leons ja eigentlich eine große Verantwortung. Schließlich muss er eines Tages das Königreich regieren. Sein Charakter passt allerdings überhaupt nicht in das Bild eines zukünftigen Königs. Oh, ist das so? Ja, denn er ist ziemlich respektlos und verantwortungslos. Das zeigt sich zum Beispiel in der dritten Szene des ersten Aktes sehr deutlich. Valerio und Leons sind unter sich, bis der Präsident auftritt, um die Heirat zu verkünden. Während des Gesprächs hat Leons nicht mal den Anstand, vom Boden aufzustehen. Außerdem unterbricht Leons den Präsidenten ständig beim Reden, beschwert sich dann allerdings, dass der Präsident nicht redet. Hä, wie soll er denn reden, wenn Leons ihn daran hindert? Eben. Als Prinz ist es eigentlich seine Pflicht, diesen Aufforderungen zu folgen. Aber Leons lehnt sie alle ab. Er möchte weder König werden, noch Lena heiraten. Ihm ist das alles gleichgültig, was ihn somit verantwortungslos macht. Und wer will bitte einen verantwortungslosen König? Ja, also das Volk bestimmt nicht. Das glaube ich auch. Weiter zeigt er direkt im ersten Akt seine egozentrische Seite. Wir wissen ja, dass Leons sich von Rosetta getrennt hat. Dabei hatte er absolut kein Taktgefühl oder Rücksicht auf ihre Gefühle. Er liebt sie zwar, ist zur gleichen Zeit aber gelangweilt von ihr. Also ich finde, das klingt nach einer sehr einseitigen und toxischen Beziehung vor allem. Das stimmt. Im Allgemeinen war er eine sehr melancholische Person. Ständig ist er gelangweilt oder niedergeschlagen. Das macht ihn so antriebs- und perspektivlos. Ja, und faul war er definitiv auch. Mhm, nicht die besten Qualifikationen für einen König. Die letzte Charaktereigenschaft von Leons, auf die ich eingehen möchte und die das Herrschaftssystem kritisiert, ist seine Leichtsinnigkeit und Naivität. Als Leons Lena kennenlernt, will er sie heiraten, ohne sie, ihren Hintergrund oder sogar ihren Namen zu kennen. Das ist aber ziemlich riskant, oder nicht? Riskant und dumm. Vor allem als Prinz ist seine Partnerwahl wichtig und sollte nicht einfach so entschieden werden. Damit haben wir jetzt schon einige negativen Eigenschaften aufgelistet. Wie sieht es denn eigentlich mit dem König aus? Ist er für seine Aufgaben qualifiziert? Eher weniger. Der König ist auch eine faule und unselbstständige Person. Das erkennt man zum Beispiel an der Szene, in der er angekleidet wird. Er empfand die Knöpfe für zu weit geknöpft und beschwert sich über die schlechte Arbeit des Dieners. Hat der König nicht die Knöpfe selbst korrigiert? Nein, er hat in keiner Weise selbstständig gehandelt. Außerdem scheint ihm sogar sein Volk komplett egal zu sein. Er ließ sich sogar einen Knopf an sein Schnupftuch nähen, um an sein Volk zu denken. Er braucht sogar eine Erinnerung, um sein Königreich nicht zu vergessen? Ja, genau. Und selbst mit diesem Knopf wusste er zuerst nicht mehr, was dieser darstellen sollte, als er ihn sah. Ich denke, das sagt schon einiges darüber aus, wie unqualifiziert er als König ist. Da stimme ich zu. König Peter verlangt außerdem Perfektion bei seinen Dienern. Er möchte ohne Eigenaufwand gut dastehen und befiehlt seinen Dienern deshalb symmetrisch zu gehen. Obwohl er selbst viele Fehler macht, verlangt er trotzdem Perfektion von allen Menschen um ihn herum. Ich glaube, er gesteht sich auch keinen seinen Fehler ein, richtig? Ganz genau. Während er seine Rede hielt, hat er aus Nervosität, was nebenbei auch eine ungeeignete Eigenschaft für einen König ist, große Probleme zu sprechen und vor allem sich an seine Rede zu erinnern.
Er wusste quasi gar nicht mehr, was er sagen soll. Aber anstatt diesen Fehler selber einzusehen, beschuldigt König Peter den Präsidenten und hält ihn für unfähig, da er angeblich ein kurzes Gedächtnis hätte. Aber der Präsident hat die Rede doch gar nicht gehalten. Ja, eben. Der König schiebt seine Fehler auf unschuldige Menschen, um selbst besser dazustehen. Interessant. Ja, insgesamt erkennt man an diesen Aspekten die Kritik, die Büchner an die Herrschaft ausüben wollte. Außerdem wird es deutlich, dass sowohl Leons als auch Peter in keinem Fall für eine Führungsposition geeignet sind. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende unseres kleinen Videos angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen weiterhelfen. Und damit verabschieden wir uns dann auch. Ja, ciao. Tschüss.